Ja, hallihallo, hallöchen, Leute, da ist er wieder, der Ben. Heute mal mit einem ganz kurzen Werbevideo für einen ganz besonderen und bestimmten Let's Player, die ganz, 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 ganz alten Abonnenten unter euch, die mich schon seit, keine Ahnung, wie lange abonniert haben, über ein Jahr bestimmt schon. Die werden vielleicht noch den Stefan kennen, der hat auch damals Let's Played und jetzt hat er endlich wieder angefangen und ich freue mich riesig, dass Stefan wieder Let's Played. Ich war ja gestern bei ihm und habe ihm die ganzen Programme nochmal gegeben, also Fraps, Camtasia und Audacity. Hat er alles von mir vor die Füße geklatscht gekriegt und dann auch noch das Mikro, was ich ihm vor Monaten geschenkt habe, aber was er nie hingekriegt hat, abzuholen bei mir. Er schimpft sich Let's Play Final Fantasy und wie der Name schon sagt, wird er auch fast ausschließlich nur Final Fantasy Teile Let's Playen. Vorab möchte ich aber euch sagen, schimpft ihn jetzt nicht so aus wegen der schlechten Qualität. Also die Videos sind jetzt noch nicht in der super mega hyper Qualität, wie ihr sie vielleicht von mir oder vom Dennis kennt. Und er wird jetzt auch erstmal nur so alte Final Fantasy Teile spielen, denn der Stefan hat im Moment nur ein kleines Netbook, auf dem er Let's Playen kann. Und es dauert auch immer ewig mit dem Rendern und auch ewig, was das Hochladen angeht. Also er hat nur ein kleines Netbook, aber gegen Weihnachten, da haben wir gestern noch mal geknetscht, ich und der Stefan in der Straßenbahn, wird er sich definitiv einen neuen Rechner zulegen. Genau, und deshalb wird es bis Weihnachten, wird es nur so diese kleinen Let's Plays sein, wie jetzt Final Fantasy, also die älteren Teile von Final Fantasy. Also ich habe seine Vitrine gesehen, da hat wirklich, wie er schon im Video sagt, allen Scheiß von Final Fantasy in seiner Vitrine stehen. Oder in seinem Schrank oder whatever, in seiner Schrankwand, whatever. Und ja, er will zu Weihnachten für sich nur einen Rechner holen. Er will sich einen Grabber holen, damit er wirklich alle Final Fantasy Teile, die er so hat, Let's Playen kann. Und er hat jetzt erstmal angefangen mit einem Final Fantasy Teil und ja, wenn es euch gefällt, was er da macht, wenn er euch gefällt, dann Abo setzen, ganz wichtig. Ihr kennt mich ja, ich unterstütze gerne kleine Let's Player, die es einfach nur mal verdient haben, abonniert zu werden. Natürlich müssen sie mir selbst auch gefallen, ne? Nicht, dass jetzt hier die nächsten 10 kleinen Let's Player vor meiner Tür stehen und wollen, dass ich für sie Werbung mache. Ich gucke mir immer mal gerne kleine Let's Player an, nur für jeden mache ich nicht Werbung, der muss mir schon richtig dolle gefallen. Und ja. Also gut, wenn euch der Stefan gefällt, wenn euch Let's Play Final Fantasy gefällt, Abo setzen. Wenn ihr auf Final Fantasy steht, sowieso Abo setzen. Also ich bin ja nicht so der Final Fantasy Freund. Ich habe eigentlich nichts mit Final Fantasy so wirklich am Hut. Aber Abo setzen unbedingt, wenn ihr euch dafür interessiert. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder. Also ganz wichtig. Abo setzen, ich sag's nochmal. Und ich sag's nochmal, Abo setzen, wenn's euch gefällt. Ganz wichtig, ich habe ihn jetzt auch auf meinem Kanal verlinkt. Ihr werdet ganz leicht zu ihm kommen. Ich werde ihn auch nochmal in die Videobeschreibung kloppen. Im Übrigen habe ich noch einen anderen Let's Player in meiner Kanalbeschreibung verlinkt, den Spielprinz. Könnt ihr auch gerne mal reingucken, der macht das richtig gut. Gerade die Let's Plays in Serie, da macht er ein Intro dafür und was weiß ich nicht auch alles. Also der steckt da richtig viel Arbeit rein. Also, der macht das richtig gut und ja, das soll das kleine Werbevideo von mir gewesen sein. Und wir hören uns in einem nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.